Um es mit den unsterblichen Worten einer katastrophalen Entschuldigung zu formulieren, we won and so did they. Willkommen, AbenteuerInnen, zukünftige GeschichtenerzählerInnen und alle, die sich nur auf der Durchreise befinden. Solltest du zu meinen Abo-Stammgästen gehören, dann kannst du dir ein Gratisgetränk deiner Wahl aussuchen. Und wenn du einer meiner Glocke aktivieren üblichen bist, dann erstmal willkommen zurück und mach dir keine Gedanken um das Essen, denn das ist bereits bezahlt. Vor knapp 4 Wochen habe ich ein Video zum ersten Entwurf der neuen OGL von Wizards of the Coast, kurz WotC, und Hasbro gemacht und eher ein dunkles Bild gezeichnet, wenn es um die Zukunft von D&D ging. Die nächsten Tage und Wochen waren dann erstmal konstant mit schlimmeren News gefüllt und gerade als Fan des Hobbys habe ich schnell das Gefühl bekommen, oh, Dungeons & Dragons wird sich für immer verändern. Und ich glaube nicht, dass das etwas Gutes ist. Wenn du nicht alles Stück für Stück mitbekommen hast, dann kann ich dir das nicht verübeln, denn es war super viel und gefühlt kam jeden Tag etwas Neues. Ich möchte auch nicht eine chronologische Abhandlung darüber führen, was passiert ist, denn von komischen Entschuldigungen von WotC und Hasbro, Verlagen, die sich komplett unabhängig gemacht haben, Boykottierungen von Fans und CreatorInnen, über fragwürdige Lösungsansätze, furchtbare Whistleblower-Geschichten, die echt keine schöne Arbeitsweise unter WotC darstellen und schließlich unerwarteten Wendungen war alles dabei. Unten in der Beschreibung habe ich versucht, dir einige Videos rauszupicken, die dir einen schnellen und chronologischen Überblick verschaffen sollten. Denn ehrlich gesagt bringt es zu diesem Zeitpunkt nichts, alles nochmal neu aufkochen zu lassen. Stattdessen versuche ich eher, meine Gedanken zum ganzen Thema zu sammeln und welche Schlüsse ich daraus für mich ziehen kann. Zuallererst, wir haben gewonnen und sie auch. Die Aufruhr um die OGL 1.0a, also die ursprüngliche Open Game License, hat sich scheinbar in Luft aufgelöst. WotC Hasbro haben sich nach Umfragen aus der Community zur OGL 1.2 dazu entschlossen, die alte OGL bestehen zu lassen, also dürfen Drittanbieter weiterhin darunter veröffentlichen. Und das war auch technisch betrachtet der einzige Zug, den sie machen konnten, denn nach den Umfragen wurde klar, dass niemand will, dass sich irgendetwas an der OGL verändert. Selbst die SRD, also das System Reference Document, auf dem die OGL aufgebaut ist, ist jetzt unter Creative Commons geschützt. Die Creative Commons ist ein standardisierter Lizenzvertrag. Bedeutet, damit gibt WotC Hasbro anderen die Möglichkeit, ihre Werke und Regeln unter bestimmten Bedingungen weiterzuverwenden, ohne explizit um Erlaubnis fragen zu müssen. Im Endeffekt können jetzt Drittanbieter unter der alten OGL ungehindert weiter Geld verdienen und alle anderen können sich an der SRD frei bedienen und kreativ ausleben. Das ist ein Riesenschritt. Wir sind praktisch von oh mein Gott, D&D wird furchtbar, sie versuchen uns allen die kreative Freiheit wegzunehmen und wollen noch mehr Geld von uns, was können wir nun tun? Zu, ha, damit kann ich leben. Gewechselt und das nur, weil die Community zum größten Teil an einem Strang gezogen hat und ihre Stimmen da haben zählen lassen, wo es am wichtigsten war. Wären wir auf unserem Planeten so im Einklang, wie wir es bei der OGL-Sache waren, Klimakrise und politischer Rechtsruck wären Themen der Vergangenheit und nur noch Sachen, die man sich in Schauermärchen erzählt. D&D hat uns beigebracht, wie wir uns als Gruppe zusammenfinden, um ein unaufhaltsames Böses zu stoppen und wir haben das im realen Leben in die Tat umgesetzt. Das ist der absolute Wahnsinn. So viel aber zu den positiven und glücklichen Gedanken, die ich dazu habe. Denn nicht alles war schön und noch ist nicht alles vorbei, wenn es um dieses Thema geht. Die Zukunft von D&D hat immer noch keinen klaren Weg. Es gab Gerüchte von AI-DMs, die in D&D Beyond Spiele für euch leiten und seien wir mal ehrlich, das ist nichts Neues. In der Videospielbranche nennt man das Text-Adventure. Und wie bei allen AI-Sachen graut es natürlich jeder CreatorIn, denn AI-Sachen fehlen meistens die Persönlichkeit. Und seien wir mal ehrlich, eine echte D&D-Session geleitet von einem echten DM wird immer persönlicher sein, als ein AI-DM. Aber leider lässt es sich auch nicht abstreiten, dass ein AI-DM eine schnelle Lösung wäre für all die SpielerInnen, die einfach keinen DM finden oder sich nicht selbst trauen, DM zu sein. Die neuen Preise für D&D Beyond sind auch noch lange nicht klar und wenn man als Truppe in Zukunft mit D&D Beyond spielen möchte, kann es durchaus passieren, dass jeder monatlich blechen muss. Es kann passieren, dass Mikrotransaktionen in Form von kosmetischen Sachen bis hin zu einzelnen Klassen und Regelwerken auf uns zukommen. Das alles sind Vermutungen, die auf Leaks basieren, die schon von WotC verneint worden sind, aber wer weiß, ob sie nicht doch irgendwann mal wieder zurückkommen. Das alles macht mir auf der einen Seite irgendwie Bauchschmerzen, auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass D&D nicht unbedingt nur über D&D Beyond gespielt werden kann. In einem Video von mir habe ich dir ja erklärt, wie man D&D online spielen kann und da auch D&D Beyond vorgeschlagen, aber auch erklärt, wie man das Ganze kostenlos umsetzen kann, also schau da gerne nochmal rein. Ich denke, egal was auf uns zukommt, wir werden immer Wege und Alternativen finden, D&D so zu spielen, wie es uns am meisten Spaß macht. Denn D&D mag zwar WotC und Hasbro gehören, aber es ist eben auch so viel mehr als nur diese beiden Firmen. Und selbst wenn man genug hat von D&D
D&D, dann gibt es unendliche Alternativen im TTRPG-Bereich. Ich lese mich zum Beispiel gerade selbst in Avatar Legends ein und will da auch später Kampagnen zu spielen. Wenn du jetzt aber noch mehr Alternativen brauchst, gefühlt alle Content-CreatorInnen auf YouTube haben Videos zu Alternativen zu D&D gepostet und die besten habe ich dir natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Mein Favorit darunter ist im Übrigen Dice Device, die Jungs haben nämlich einen super sympathischen Kanal. Also selbst wenn alles mit D&D kippt, dann kann uns trotzdem niemand das Spiel wegnehmen und selbst wenn man genug davon hat, dann stirbt nicht automatisch das Hobby dadurch. Das ist schlicht unmöglich. Kommen wir nun aber zum Thema, das mich wirklich enttäuscht hat und zwar ist das leider in vielen Punkten die Community selbst. Versteht mich nicht falsch, die ganze Hashtag OpenD&D Geschichte war eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie eine Community einem Konzern zeigen kann, dass man nicht eben alles mit sich machen lässt. Top-Tier-Aktion, keine Frage. Aber dann gab es auch immer wieder Sachen, wo ich mir dachte, yikes, da schießt aber jemand völlig über das Ziel hinaus. Das fängt mit so Kleinigkeiten an wie Hashtag D&D Begone. Ein lustiges Wortspiel zu D&D Beyond und eben ein Aufruf zum Boykottieren des Abos, welches man bei D&D Beyond abgeschlossen hat. Es hat aber auch ein komplett anderes Feeling als zum Beispiel OpenD&D oder OpenRPG, weil es jetzt eben darum ging, etwas verschwinden zu lassen, statt es zu erhalten. Und gerade auf Twitter war das immer wieder zu finden, wenn CreatorInnen aus dem Nichts gefragt werden, wie könnt ihr denn jetzt noch D&D spielen? Wenn alles scheiße ist, ist das nicht etwas heuchlerisch? Eher im Gegenteil. Ist es nicht total widersprüchlich, genau das zu fragen, wenn es die ganze Zeit darum ging, das Hobby zu erhalten und nicht darum, anderen das Hobby zu verbieten? Auch andere D&D-CreatorInnen in eine Ecke zu drängen und wieder zu fragen, warum sagst du denn eigentlich nichts zur OGL? Was ist denn deine Stellung dazu? Wenn diese Leute sich noch gar nicht dazu äußern wollen, weil sie sich selbst noch nicht darin sortieren können, ist so ein Schwachsinn gewesen. Zumal häufiger hat es eher zu absoluten Non-Aussagen geführt, mit denen eh niemand was anfangen kann. Aber gerade als D&D-CreatorIn war es vollkommen legitim, erstmal die Füße stillzuhalten und abzuwarten, was passiert. Denn so komisch wie es klingt, davon hing halt der eigene Lebensunterhalt ab und eventuell auch eine Beziehung zu einer Firma, die man sich nicht unbedingt kaputt machen will. Ich weiß, im revolutionären Sturm- und Dranggedanken des Ganzen ist das schwer zu verstehen, aber für viele war das so unangenehm und ehrlich gesagt waren ja D&D-CreatorInnen auch nie das Problem, warum also den Fokus darauf richten. Eine weitere Mentalität, die ich überhaupt nicht teilen konnte, war das Ganze, wir haben gewonnen, die haben verloren. Ich kann absolut verstehen, dass es sich in diesem geschichtswürdigen Moment genau danach angefühlt hat, aber Leute, es ging nie um Gewinnen oder Verlieren, sondern darum, ein Zeichen zu setzen und genau das hat am Ende gewirkt. Wir alle bekommen eine Teilnehmerurkunde und eventuell eine Trophäe, wenn WotC Hasbro auf diesem Weg bleiben. Gewonnen oder wirklich verloren hat hier aber niemand und wird auch niemand. Zu guter Letzt, und ich frage mich wirklich, wie es immer wieder diese paar hundert lauten und extremen Deppen in jeder Community gibt, gab es wieder Drohungen und Belästigungen. Sowohl bei Angestellten von WotC, als auch Hasbro, als auch D&D-CreatorInnen blieben und bleiben bis heute nicht davon verschont. Ich bin mir fast sicher, dass keiner meiner Stammgäste dazu gehört. Und wenn doch, da vorne ist die Tür und vergiss nicht hinter dir zu blocken, damit wir uns nie wiedersehen. Aber das hat mich richtig traurig gemacht. Denn genauso wie die OGL-Geschichte einen bitteren Beigeschmack bei D&D hinterlassen hat, so haben eben solche Aktionen auch einen bitteren Beigeschmack bei der OpenD&D-Geschichte hinterlassen. Sowas schießt völlig am Ziel vorbei und hilft niemandem. Wenn es den Leuten darum ging, D&D komplett zu verbrennen, dann hört doch einfach auf zu spielen. D&D muss nicht Teil eures Lebens sein und wenn ihr andere Systeme besser findet, dann überzeugt doch mehr Leute von eurem Lieblingssystem, anstatt andere zu belästigen und zu bedrohen, nur weil euch etwas nicht passt. Ich denke, das Ganze hat mir wenigstens eine wichtige Sache gezeigt, und zwar, dass es einen besseren und richtigen Weg gibt, für eine Sache zu kämpfen. Nicht mit Aggressionen und Wut, Aufschreien von nie wieder D&D, sondern eher mit Offenheit und Transparenz im Sinne von D&D ist für alle da. Und genau wie bei meinem letzten Video möchte ich mit etwas Positivem enden, denn das OGL-Desaster mit all seinen hässlichen Zügen hatte auch etwas Gutes. Ich habe viele für mich neue CreatorInnen kennengelernt und konnte mich intensiver mit Drittanbietern und Alternativen auseinandersetzen. Das hat mir wirklich gezeigt, wie groß und vielfältig D&D und das gesamte Hobby sein kann und dass es eben auch viele Dinge gibt, auf die wir uns noch freuen können. Ich habe dieses Mal auch keine Frage für dich, die du mir unbedingt in den Kommentaren beantworten solltest, sondern eher eine Bitte. Schau dir mal wirklich alle CreatorInnen unten in der Beschreibung an. Das sind alles fantastische Leute. Und wenn dieses Hobby mit all seinen Facetten noch vielseitiger wird,
Erst dann haben wir wirklich gewonnen. Falls du mir jetzt doch noch ein Trinkgeld zuschnippen willst, wie wäre es dann mit einem Like, Kommentar oder vielleicht sogar mit einem kostenlosen Abo, dann wirst du einer meiner neuen Stammgäste. Diese Runde geht wieder auf mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf die Gesundheit und recht viel Glück.